Hallo, ich möchte heute zeigen, wie man eine Motorzeituhr einstellt. Das geht sehr schnell und einfach und also fangen wir an. Ich schalte den Sender ein, gehe ich in das Menü, gehe ich auf die Stoppuhren, im Hauptmenü auf die Stoppuhren und Sensoren. Stoppuhren, wähle ich über Pluszeichen eine neue Stoppuhr. Hoppla, das war eine zu viel. Jetzt gehe ich auf die Edit-Taste, beschreibe ich die als Motoruhr, damit ich dann später weiß, was ich gemacht habe. Motorzeit vielleicht. Jawohl, Motorzeit ist gut. So, Motorzeit. OK drücken, damit habe ich den Titel. Startwert lasse ich frei, das ist Standard. Jetzt müssen wir wählen, auf welchen Switch also die Uhr reagieren wird, ob das jetzt also Schalter sein werden oder Gasknüppel. Ich mag das am Gasknüppel haben. Wähle ich den Gasknüppel hier. Da sieht man, dass das sogar jetzt gleich getroffen war, weil im Leerlauf ist Kreuzchen. Und Vollgas ist Häkchen. Man könnte das also, wenn man das falsch gemacht hätte, hier über Reverse-Taste ändern. Aber das passt. So, jetzt OK. Das wäre dieses Menü. Und jetzt, wo wir das schon haben, dann gehen wir in das Menü. Erweiterte Einstellungen, Sticks, Schalter. Damit wir hier einstellen können, den Weg, wann die Uhr laufen soll und wann nicht. Jetzt sehe ich, das ist den P1, das ist nicht mein Geber. Dann wähle ich hier über diese Pfeiltasten oder Rad meinen Gasgeber, das ist der da. Das kann ich überprüfen, jawohl, der bewegt sich. Jetzt gehe ich auf den Balkenschalter ein. Dann wähle ich hier, das ist hier schön, 100%, nämlich dass die Uhr immer ist, also in jeder Position quasi, die eine Bedingung ist, schalte ein, und die zweite Bedingung, wann die aus ist. Das heißt, diese zwei Balken bestimmen, der eine Balken ist für einen, also ganzen Weg, und der andere Balken ist kurz. Hier, Moment bitte, jetzt kann ich das, also Mitte ist bei 0, nach vorne wäre 100% und ich wähle hier das bisschen, was mir passt. Moment bitte, drehe ich auf, ja, ungefähr so, wann das Häkchen verschwindet, also 84%, das ist ungefähr so 8 mm oder wie viel so ich gewohnt bin, dass ich kein Gas habe. Das ist dann mit OK zu drücken und schon ist die Uhr eingerichtet. Jetzt, wenn ich Escape mache aus dem Menü, kann ich überprüfen, dass die Uhr läuft, ja, man sieht es und steht. Man kann in dem Uhrenmenü noch, also andere Funktionen noch einstellen, aber das beim nächsten Video. Ich bedanke mich, RC Easy.